Es wird ein Video eher für die Ladies, weil ich gedacht habe, ich habe in letzter Zeit doch eher Videos für die Allgemeinheit zur Unterhaltung gedreht. Deshalb habe ich mich, habe ich gedacht, wird es Zeit, dass ich mal wieder ein Beauty-Video oder also eine Art Shopping-Haul drehe. Habe mich dann für ein Shopping-Haul entschieden, weil ich in letzter Zeit doch mehr shoppen war. Und habe gedacht, ihr Mädels da draußen wird euch wahnsinnig freuen, wenn ich einfach mal euch vorstelle, was ich shoppen war, wo ihr es bekommt und wie teuer die Dinge waren. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht alles hier, was ich euch zeigen werde, was ich in den letzten zwei, drei Monaten geshoppt habe. Das würde übermäßig den Rahmen hier sprengen. Deshalb habe ich so meine Lieblingsteile ausgewählt, wo ich sage, die haben einfach nur diesen Wow-Effekt und die kann man super geil kombinieren. Und diese werde ich euch vorstellen. Los geht's! Ich fange an mit ein bisschen Accessoires und so Kleinigkeiten. Fangen wir doch mal an mit dieser Sonnenbrille, ja? Ich liebe sie, Leute. Schaut euch sie an, wie geil sie ist, oder? Für den Frühling, für den Sommer, wenn man so durch den Park schlendert oder mit dem Partner ein Eis essen geht. Ich finde einfach gerade dieses silberne, schimmernde hier so geil. Diese Brille habe ich auch noch in einer anderen Farbe. Moment, bevor mir hier alles runterkracht, habe ich sie natürlich auch noch in meiner Lieblingsfarbe geholt. Und zwar in... Tada! In Gold. Ich finde die noch toller. Ich liebe einfach Gold und diese Honigfarben. Und gerade in der Sonne schimmert sie extremst. Die habe ich beide von H&M und kosten jeweils um die 7 Euro. Ich denke immer, gut, die hält jetzt nicht so lange, aber für den Sommer ist es völlig okay, für einen Sommer. Passend dazu habe ich mir natürlich noch dieses Brillenetui geholt, auch von H&M um die 7 Euro. Da ich jetzt in einem Monat in Urlaub fliegen werde und meine Brille am Strand, am Pool wohl doch eher häufiger benutzen werde, habe ich gedacht, brauche ich unbedingt dieses Teil. Ich Trottel habe es letzte Woche schon mal gekauft gehabt in schwarz und habe es irgendwie im H&M an der Kasse liegen gelassen. Steht auf dem Kassenbon, war aber nicht in der Tüte, hat mich tierisch genervt, musste heute nochmal losgehen und mir dieses Teil holen. So, dann komme ich zu Parfüm. Dieses Parfüm habe ich mir vor zwei Monaten in Zara geholt. Oh mein Gott, Ladies, ich liebe es. Es ist so mega geil. Warum fokussiert die Kamera jetzt nicht? So. Auf jeden Fall steht vorne Zara drauf, nennt sich Oriental oder Oriental. Ich liebe es und ich rieche auch jetzt danach. Es ist einfach so ein mega herber, fruchtiger, würziger, nicht fruchtig, eher würziger, herber Damenduft, der wirklich sehr, sehr edel rüberkommt. Und ich trage den auch sehr, sehr gerne und gehe damit, boah, jetzt habe ich mir in mein Auge gesprüht, gehe damit, oh Gott, jetzt habe ich auch noch im Mund. Gerne ins Büro und auf die Arbeit. Ein weiteres Parfüm, ach ja, das hat um die 8 Euro, 9 Euro gekostet. Ein weiteres Parfüm, was ich über alles liebe und mich seit vier Jahren nicht von trennen kann, wie mein schöner Verkäufer bei Douglas immer sagt, einmal Chanel, immer Chanel. Meine Chanel-Kunden kommen immer wieder. Er hat auch recht, ich habe mir dieses Parfüm vor ein paar Jahren mal geholt. Chanel Coco Mademoiselle und ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn es leer ist, muss ich wieder hingehen und es mir neu holen. Das sind jetzt um die, Moment, wie viele Milliliter seid ihr denn? 35 Milliliter? Oh Gott, ist das wenig. Und dafür habe ich 65 Euro bezahlt. Es ist schweineteuer, ich weiß, aber ich muss sagen, es hält echt lange. Also wenn es nicht euer einziges Parfüm ist und ihr auch andere Parfümsorten benutzt, hält es wirklich lange. Ich komme so um die ein Jahr damit aus, mindestens. Okay, kommen wir zu dem Lieblingsthema aller Frauen, Schuhe. Ich habe mir eine Menge von Schuhen geholt, aber stell euch nur meine Lieblinge vor. Und zwar habe ich diese mega geilen, hammermäßigen Zara Heels ergattert. Die gibt es auch schon, glaube ich, in der Größe gar nicht mehr. Ich habe sie in Größe 38 und die haben ja leider Gottes satte 70 Euro gekostet. Aber ich musste sie einfach haben. Ich habe sie bei JLo so ähnlich auf einem Shooting-Foto gesehen und habe mich gefragt, wo kriege ich solche Schuhe her, die man so mega gut zu Shorts,
Jeans, Röcken und allem kombinieren kann. Und zack, eine Woche später hatte Zara die. Und ich habe lange gekämpft und mit mir gehadert, ob ich sie mir hole oder nicht. Und ich habe mich dann dafür entschieden. Damit macht ihr nichts verkehrt. Ich glaube, die gibt es noch, nur nicht mehr in dieser Größe. So, weg mit euch. Dann komme ich zu meinen nächsten Lieblingspaar Heels. Die habe ich noch nicht angehabt. Noch gar nicht. Die wollte ich jetzt mal kombinieren zu einem Outfit. Und zwar sind das die hier. Ich liebe sie gerade deshalb so krass, weil sie so schlicht und sexy sind. Also die haben so einen dünnen Absatz. Vorne auch so einen ganz schmalen Riemen. Und dann nur dieses ganz, ganz dünne, hier ganz, ganz dünnen, wie nennt man den, Riemen oder keine Ahnung, Dingsbums da. Haben genau 50 Euro gekostet und ich liebe sie. Also auch mit denen, gerade weil sie so klassisch und schlicht sind, könnt ihr nichts falsch machen. Das nächste Paar High Heels, was ich über alles liebe, die aber auch schon leider Gottes so ein bisschen misshandelt aussehen, weil ich sie in letzter Zeit sehr oft getragen habe, sind die hier. Auch diese sind von Zara, haben 40 Euro gekostet, sind sehr, sehr petit und zierlich, haben auch so einen dünnen, schmalen Absatz. Und was ich am allermeisten an diesen Schuhen liebe, dass sie hier innen auf sind, da sieht der Fuß nochmal extra sexy aus. Und die haben hier nochmal so eine durchsichtige Stelle am Rand. Sie kommt mega gut zu dunklen Füßen. Also wenn ihr in der Sonne lag, im Sonnenstudio wart, sieht es richtig gut aus. So, kommen wir zu Klamotten. Also, fange ich an mit einem Oberteil hier. Dieses Oberteil, oh mein Gott, ich habe mich verliebt und ich musste es mir holen. Es ist so mega geil. Schaut es euch an. Es ist sehr, sehr kurz. In Größe XS. Hat hier so eine Art Blumenmuster, Häkelmuster. Es sieht richtig krass aus zu einem weißen Spaghetti-Träger oder cremefarbenen oder so einem weißen engen T-Shirt, so wie ich gerade anhabe, oder cremefarben, keine Ahnung. Wenn man es dann drüber zieht, es sieht so schick und so toll und so niedlich aus. Ich liebe es einfach. Und wer sich traut, kann von mir aus auch einen weißen BH drunter anziehen. Sieht auch gut aus. Man muss sich halt nur trauen. So. Wenn wir schon bei Oberteilen sind, habe ich mir auch dieses Oberteil geholt. Es ist ein ganz normales T-Shirt von H&M in Größe XS. Wenn ich es mir schon einmal geholt habe, dann nicht nur in einer Farbe, nein, in vier Farben. Einmal in diesem, Moment, in diesem Cremegrau, was das ist, das habe ich mir zweimal geholt. Und einmal in Weiß, einmal in Schwarz und einmal in Dunkelgrau. Weil ich finde, bei diesen T-Shirts für 6 Euro kann man einfach nichts verkehrt machen. Man kann sie kombinieren zu einem Blazer, man kann sie ohne Blazer anziehen. Also man kann es wirklich individuell kombinieren. Man kann es auch der Arbeit im Büro tragen, man kann es in der Freizeit tragen, man kann es zum Sport tragen und ich liebe die einfach. Die sitzen richtig gut, die haben auch so einen schönen V-Ausschnitt und deshalb habe ich es mir direkt in 4 Farben mitgenommen. Dann kommen wir zu Jacken. Diesen Blazer, den ich gerade anhabe, ich kann ja mal aufstehen, ja, ich liebe ihn, den habe ich von H&M und zwar für 40 Euro. Das war vor 3 Wochen, glaube ich. Ich wollte ausgehen und brauchte dringend für mein Outfit einen hellen Blazer. Hab dann gesucht und rumgeguckt und den dann tatsächlich bei H&M gefunden. Ich finde ihn wirklich schön, vor allem, weil er halt aus so einem Seidestoff ist und ja auch edler aussieht und auch nicht so ein dünner Stoff ist, der dann schon nach zweimal Waschen so einknittert. Deshalb, ja, habe ich mir den geholt. Die nächste Jacke, die ich abgöttisch über alles liebe, also ohne Scheiß, die ist so geil, ist diese hier. Moment. So, seht ihr das? Die sieht jetzt zwar so locker und groß aus, aber ich muss sagen, ich mache die mal zu, sie ist auch in Größe 34, also XS, und wenn man sie anhat, dann wirkt die sehr, sehr klein und zierlich. So, es ist so eine Art, keine Ahnung, Bomberjacke oder ähnliches. Und was richtig toll an dieser Jacke ist, schaut mal hinten. Also das ist nicht jedermanns Sache.
Und meine Schwester meinte auch, oh Gott, wie kannst du diese Jacke kaufen? Aber ich finde sie einfach richtig hammer toll. Und die kann man auch edel kombinieren. Habt ihr vielleicht auf meinen Instagram-Bildern gesehen, dass ich sie mit High Heels und einer weißen Hose kombiniert habe. So, nächste Jacke, die ich über alles liebe und abgöttisch mich verliebt habe. Die ist von Zara ebenfalls. Die hat, ach ja, die Jacke, die ich euch eben gezeigt habe, die mit dem Vogel hinten drauf in beige, die hat ursprünglich 40 Euro gekostet und ich wollte sie trotzdem haben, auch wenn 40 Euro nicht wenig ist. Bin ich an die Kasse gegangen und dann sagt mir die Kassiererin, ach, die ist ja einfach mal um die Hälfte reduziert. Die kostet jetzt nur noch 20 Euro. Und ich dachte mir, wie geil, Großzügigkeit macht sich bezahlt. Ich habe mich so tierisch einen Affen abgefreut. Und ja, diese Jacke hier, sie ist einer meiner Favorites. Die habe ich von Zara. Die hat auch 50 Euro gekostet. Ich liebe sie. Ich trage sie gerne zu einer Lederleggings und den schwarzen Schuhen, die ich euch als allererstes gezeigt habe. Und gerade wenn es ein bisschen frischer ist abends, dann ist sie so kuschelig. Auch wenn wir jetzt Frühling haben, kann man sie trotzdem abends beim Weggehen ins Kino, ins Restaurant anziehen. Und die passt wirklich zu vielen, vielen Outfits. Dann habe ich als letztes diese Jacke. Also, das ist nicht wirklich eine Jacke, aber es ist eher so eine Jackenbluse, Hemd, keine Ahnung. Das ist eine Jeansjacke. Die habe ich von New Yorker mir geholt. Die hat hier so vorne so richtig schöne Taschen mit so silbernen Knöpfchen. Auch da und auch an den Ärmeln. Und ich finde die deshalb einfach so toll, weil ich hatte Bock auf eine Jeansbluse und so ein bisschen Denim-Style. Und ja, habe ich auch bei JLo gesehen. Sie hatte diese Jeansbluse an mit einer richtig, richtig engen Jeansröhre und High Heels dazu. Und dann habe ich die gesehen und auch schon länger aber gesucht und habe mir die direkt mitgenommen. Zum Beispiel könnte man auch richtig gut diese Brille dazu kombinieren. Mega geil. Als allerletztes kommen wir zu Hosen. Ich zeige euch mal diese Hose. Ich fand die richtig toll, weil es so eine Jeggings ist mit Gummibund. Die kann man auch schon mal dann anziehen, wenn man ein bisschen mehr gegessen hat, ne? Wenn man nicht gerade auf Diät ist. So sieht sie von hinten aus. Das sind die Taschen. Ne? So sieht sie vorne aus und unten wird sie so schön eng. Sehr, sehr elastisch in Größe 36. Es ist, glaube ich, babyblau oder hellblau. Sitzt super toll und kann man auch richtig schön zu High Heels anziehen, weil sie eben unten an den Knöcheln so schön eng ist. Da habe ich, glaube ich, 20 Euro für bezahlt. So, gibt es auch in einem dunkelblau, aber ich wollte sie in hellblau und ich kann die auch super gut zu dieser Jeansbluse kombinieren. Mein allerletztes Teil für diesen Haul ist auch eine Hose. Mein allerletztes Teil für diesen Haul ist auch eine Jeanshose. Die habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, ich glaube vor 2-3 Monaten, aber ich wollte euch die trotzdem vorstellen, weil es eins meiner Lieblingsteile ist. Das ist diese Baggy oder Boyfriend Jeans. Moment, seht ihr die? Die ist von New Yorker, für die habe ich 40 Euro bezahlt. Ich muss aber dazu sagen, sie waren nur so wie hier minimal zerschnitten. Und dann bin ich nochmal kreativ geworden, bin mit einer Schere dran und Schmirgelpapier und habe mir die dann so zerpflückt, weil ich das richtig cool finde, wenn man so eine Hose anhat und so ein bisschen Haut an den Beinen durchguckt. Das war es auch schon mit meinem Haul, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr gefallen, das Video. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich meine Klamotten oder meine Lieblingsteile euch vorstelle, dann schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch und ich würde mich mega, mega doll freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert. Das kostet nichts. Und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, was momentan so euer All-Time-Favorite ist, also euer Lieblingsteil oder euer Lieblingsstück, was ihr momentan einfach am liebsten tragt und nicht drauf verzichten könnt. Ich habe euch mega doll lieb. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Muah!